Call me what you wanna, I'll be what you wanna. I've been here a thousand times. Hey, you falling for another, I don't even bother. I could do it all my life. So tell me if you wanna, cause I got this feeling. I wanna hear you say it, cause I can't believe it. With every touch of you, it's like I've started dreaming. Cause heaven's not that far away. And I'll be singing la 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 la. You're breaking me la 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 la. You're breaking me la 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 la. You're breaking me la 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 la. I'm just right here dancing around to the rhythm. The rhythm that you play when you're breaking my heart. You know that I can't get you out of the system. Yeah, right from the start. I'll be singing la 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 la. You're breaking me la 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 la. You're breaking me la 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 la. You're breaking me la 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 la. You're breaking me. You can do whatever. I'll be here forever, spinning round inside this room. Hey, hey, won't you come on over? I'm a sucker for you, wishing we'll be out here soon. Tell me if you wanna, cause I got this feeling. I wanna hear you say it, cause I can't believe it. With every touch of you, it's like I've started dreaming. Cause heaven's not that far away. And I'll be singing la 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 la. You're breaking me la 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 la. You're breaking me la 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 la. You're breaking me la 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 la. Hallo ihr Lieben. Hi, cool, dass ihr wieder mit dabei seid. Auf jeden Fall. Wir sind immer noch an unserer coolen Location. Genau. Einfach zu gut. Und heute geht's in die zweite Runde. Das Thema haben wir letzte Woche schon ein bisschen angefangen mit euch. Aber dieses Mal geht's quasi genau da weiter. Und wir möchten euch wieder jetzt einladen. Geht mit uns gemeinsam ins Gebet. Wir wollen uns jetzt gemeinsam darauf einstimmen, was Gott mit uns jetzt vorhat in den nächsten Minuten. Und ja, lasst zu, dass da Gott und der Heilige Geist ist, dass sie euch einfach füllen und euch vielleicht die ein oder andere Erkenntnis mitgeben. Und wichtig, lasst euch nicht von eurem Smartphone ablenken. Ihr wisst, wie es ist. Ja. Yeah. Genau. Jesus, danke, dass du hier bist. Danke für den unglaublich schönen Baum und für deine unglaublich schöne Schöpfung. Danke, dass die Vögel so wunderschön singen können. Und ich möchte jetzt einfach den Abend in deine Hände legen, möchte dich darum bitten, dass du ja, uns hilfst, die richtigen Worte zu finden und dass du jetzt gerade bei jedem Einzelnen bist, dass jeder bewusst ist, dass du gerade da bist, Jesus. Genau. Vater, danke schön, dass wir dich haben dürfen. Danke für dieses krasse Privileg, was du uns immer wieder gibst. Danke, dass wir JG haben können, zu Hause vom Sofa aus. Egal, wo wir gerade sind, sprich du jeden Einzelnen an. Triff du so voll im Herzen und gib uns da einfach den richtigen Arschstupser, den wir gerade manchmal brauchen, um wieder zu dir zurückzufinden. Amen. Amen. Genau, wir haben letzte Woche schon mal besprochen, dass es gerade eine super interessante Zeit ist, nämlich eine Zeit, die auch viel ans Licht bringt. Ne? Wir haben immer die Möglichkeit, uns mit Jesus in Verbindung zu setzen. Immer, jederzeit. Und da ist die Frage, ob wir das wirklich gelernt haben, eins zu eins aus der Quelle des lebendigen Wassers zu leben, oder ob wir da abhängig sind von Dingen, die wir gerade nicht haben, die gerade einfach wegen Corona ausfallen. Und Leute, es gibt irgendwie so zwei Arten von auch typischen Gemeindegängern oder auch JG-Gängern, nämlich welche, die sind so nach dem Motto, oh, JG ist der Höhepunkt der Woche. Und da kann man mal mit reingehen, was mit Leuten mitgeben und probieren, sich einzubringen und sich auszutauschen und dann vorwärts zu kommen. Und es gibt aber auch manche, die sind so ein bisschen, dass die JG eher so die Tankstelle
Und man kommt dann so, man schleppt sich dann so gerade noch die letzten 2-3 Tage so vor die JG noch so gerade so hin. Und dann kommt man völlig leer und probiert so viel aufzutanken, wie nur irgend möglich, um dann über die nächste Runde zu kommen. Und das ist auch völlig in Ordnung. Das ist gar kein Problem. Aber das ist kein Dauerzustand. Wir wollen lernen, wie wir uns versorgen können aus der Quelle direkt. Und gerade in solchen Zeiten kommt da viel zum Vorschein. Der Petrus, über den es letzte Woche ging, der ist ja wie gesagt ein krasser Christ geworden. Einer der krassesten Heroes, die wir im Neuen Testament, deren Leben wir nachvollziehen können. Und im ersten seiner Briefe, im ersten sogenannten Petrusbrief, im zweiten Kapitel 2, schreibt er einen krassen Appell an die Leute und benutzt da ein cooles Bild, was ich euch mal mitgeben möchte. Und er sagt, so wie ein Säugling nach Milch schreit, sollt ihr nach der reinen Milch, dem Wort Gottes, verlangen, die ihr benötigt, um im Glauben zu wachsen. Das ist cool. Er schreibt dann, ne, wie ein Säugling nach Milch schreit, so sollen wir dann auch verlangen nach dem Wort Gottes, um im Glauben zu wachsen. Ein Säugling, das ist ein ganz kleiner Mensch, der kann doch nichts selber machen. Der wird völlig versorgt, rundum versorgt. Und das nimmt er als Bild für unseren Glauben. Ne? Wir sollen so nach dem Wort Gottes trachten. Aber, ihr Lieben, lasst uns das nicht genug sein. Und das ist auch nicht die Entscheidung der Bibel, sondern da gibt es zwei Aspekte. Da gibt es einmal Milch und einmal feste Nahrung. Und deswegen soll es uns heute darum gehen, das soll uns nicht genug sein, sondern wir wollen reif werden, um feste Nahrung zu uns nehmen zu können. Ne? Und das will ich euch heute, das wollen wir euch heute ganz besonders ans Herz legen. Und das ist auch was, was aufbaut auf die letzten Predigten, die wir uns angeguckt haben. Die lebendige Predigt über lebendiges Wasser. Ne? Da geht es darum, es ist eine riesige Dürrezeit hier gerade, eine Wüstenzeit. Und ihr seid sowas von wichtig und berufen dafür, Quellen zu sein in dieser Zeit. Und ihr sollt mehr aus den Umständen machen, als die euch bieten. Mehr empfangen von Gott. Und ihr sollt euren Fokus auf die Reihe kriegen. Und auch das, was die Celine euch mitgegeben hat. Ne? Ihr seid bedingungslos geliebt. Und da ist wieder dieser schmale Grat. Wir sind bedingungslos geliebt. Und trotzdem sollen wir reif werden, feste Nahrung zu uns zu nehmen. Und das ist so cool. Das ist unser Fundament. Das ist unser Basic, was wir bis jetzt besprochen haben. Aber da wollen wir nicht stehen bleiben, sondern wir wollen darauf aufbauen. Genau, auf jeden Fall. Und diese Fundamente, von denen Björn geredet hat, ich nenne sie gerne ein bisschen anders. Und zwar spreche ich an der Stelle gerne von Wahrheitsankern. Und warum? Das ist eigentlich ganz einfach erklärt. Und zwar bin ich gedanklich immer noch so ein bisschen in der Story, die wir am letzten Samstag zusammen besprochen haben. Ja, die Jünger sind damals hinausgefahren und haben gesagt, wir gehen fischen. Wir werfen die Fischernetze aus, anstatt einfach sich wieder nach dem Richtigen auszustrecken. Vielleicht kennt ihr das. Vielleicht seid ihr nach der JG oder nach eurer Gemeindeaktion, die ihr einmal in der Woche habt, wo ihr euch habt aufpumpen lassen. Vielleicht seid ihr danach nach Hause gegangen und habt einfach das getan, was ihr immer tut. Die Jünger haben genau das nämlich gemacht. Die sind wieder, haben das getan, wo sie wussten, das können wir gut, das machen wir immer. Und die Jünger haben einfach ihre Netze ausgeworfen. Aber Jesus ruft uns in diesen Momenten auf, hey, werft nicht Fischernetze aus, sondern Wahrheitsanker. Jetzt zu diesem Punkt, was sind denn Wahrheitsanker? Diesen einen Wahrheitsanker, den hatten wir auch schon letzten Samstag, den Jesus bei Petrus abfragt. Und zwar ist es einfach dieser Wahrheitsanker, die Tatsache, dass Jesus Petrus bedingungslos liebt. Und das ist einer dieser Fundamente. Die Frage ist, was sind so deine Wahrheitsanker, was sind deine Fundamente, deine Wahrheiten, die du hier in deinem Herzen trägst, woran du dich auch immer wieder erinnern kannst, wenn du halt mal zu Hause sitzt, wenn gerade keine JG ist, wenn gerade irgendwie nicht wirklich was da ist, von dem du dich füllen lassen kannst. Was ist denn da sein, deine stabilen Säulen? Wir möchten dich herausfordern, genau heute back to the roots zu denken und genau zu schauen, was es genau ist. Genau. Leute, wenn man aufbauen möchte, wenn man seinen Körper aufbauen möchte, wenn man da stark werden möchte,
dann kann man nicht nur essen. Das ist ein wichtiger Teil davon. Aber man muss auch trainieren. Und das ist wichtig. Ne? Wir lassen uns von Gott versorgen, aber wir gehen weiter. Und das ist wichtig, wenn wir reif werden wollen. Uns an unseren Glaubensankern zu orientieren, uns die gezielt zu setzen und dann vorwärts zu gehen. Und da gibt es im Hebräerbrief auch eine Stelle, die Leute, die dazu neigen, eher so sich wieder zurück ins Alte zu begeben und da nicht gute Vorbilder darin sind. Eine ziemlich krasse Stelle, wo auch wieder das Bild von Milch und fester Nahrung aufgegriffen wird, und die wollen wir euch natürlich nicht vorbehalten. Im Hebräer 5, Vers 11, da steht: Hierüber muss ich nun einiges sagen, dass es nicht leicht, zumal ihr stumpf geworden seid und Mühe habt, zuzuhören und mitzudenken. Da finde ich mich persönlich ein bisschen angesprochen. Ihr solltet inzwischen längst andere unterrichten können. Stattdessen habt ihr wieder jemand nötig, der euch von ganz von vorne das ABC der Botschaft Gottes erklärt. Ihr braucht wieder Milch statt fester Nahrung. Wer Milch braucht, ist ein kleines Kind, das die Sprache der Erwachsenen noch nicht versteht. Die feste Speise aber ist für die Gereiften, deren Sinne durch Übung geschult sind zur Unterscheidung des Guten und des Bösen. Und Leute, das ist einfach was, was ich wirklich auch als Appell für uns alle sehe, ne? Dass wir nicht stecken bleiben in diesem ABC der Botschaften Gottes, sondern dass wir da wirklich die Basics begreifen und dann vorwärts gehen, weitergehen und feste Nahrung zu uns nehmen. Ne? Ich bin jetzt schon ein relativ ausgewachsener Mensch, und wenn ich mir jetzt nur, keine Ahnung, 2-3 Gläser Milch einzieht, dann bin ich relativ schnell wieder hungrig. Ich brauche feste Nahrung, um klar zu kommen. Ne? Da brauchen wir schon mal einen ganzen Teller voll Nudeln oder Reis, um da über die Runden zu kommen. Und das ist auch gut so. Und deswegen wollen wir euch da einfach ermutigen. Wisst ihr, ich kenne eine Gemeinde sehr gut, die hatten vor einigen Jahren einen krassen Hero als Leiter. Ne? Das war ein Typ, das war so ein Alleskönner. Der konnte einfach alles, als sämtliche Gaben von Gott, und der hat da ziemlich viel mit seinem Glauben hochgebaut und aufgezogen, und da waren viele echt krass bei ihm dran und haben sich da von ihm versorgen lassen. Und irgendwann hat er die Gemeinde mal gewechselt und er war nicht mehr da. Und da waren viele so, okay, es ist nicht mehr da, und da kamen andere Leiter. Und das war völlig schwierig, und die waren genauso gut, sind genauso krasse begabte Menschen, bloß mit anderen Fokus, andere Zielsetzung, anderen primären Eigenschaften, und aber der geistliche Papi war nicht mehr da, und die Leute waren alle so, wow, das ist schwierig, und viele haben sich da dann eher abgewandt von der Gemeinde und waren da sauer und haben da sämtliche Probleme auf die neuen Leiter projiziert. Und wo ich dann persönlich merke, wow, da fehlt es total, so dieses eigene Versorgen, das eigene Klarkommen mit Jesus, ne? Die persönliche Beziehung mit Jesus direkt empfangen und nicht nur über jemand anderes, der mir gerade richtig gut passt, ne? Der gerade zu mir steht. Das nur die Botschaft meinem Lieblingsprediger, sondern das funktioniert dann auf Dauer. Ne? Irgendwann muss man mal selber in die Potten kommen. Und das ist einfach was wir euch wirklich wärmstens ans Herz legen. Die Milch, die ihr aufnehmt, ist, dass Jesus Christus euch zu 100% liebt, ohne dass ihr was dafür tun könnt. Er ist für eure Sünden gestorben. Und er ist auch wieder auferstanden. Und am Ende der Tage werden die Toten alle wieder auferstehen. Und Gott wird als gerechter Richter über uns alle richten. Und das ist sowas Krasses. Die Basics, das sind sowas, Taufe und sowas. Ne? Das sind alles Glaubensbasics. Das ist unsere Milch. Aber da wollen wir nicht stehen bleiben. Das ist unser Fundament. Das ist unser Glaubensanker. Wir wollen euch herausfordern, Schritte danach zu gehen. Einerseits euch zu fragen, was sind eure Glaubensanker, was sind eure Basics, eure Fundamente, eure Säulen, auf die ihr euch stützt. Aber genau darüber hinaus auch zu gucken, hey, was kann ich denn dafür tun, dass ich eine lebendige Beziehung, persönliche Beziehung zu Gott nach oben habe, ohne dass sie von etwas abhängig ist, was um uns herum ist. Ob das jetzt JG ist, ob das Familie ist, ob das vielleicht auch jetzt genau diese Predigt ist. Wenn dein Glaubensleben von solchen Sachen abhängt, dann solltest du dich fragen, was wirklich deine Glaubensanker sind, und die mal auswerfen. Ich finde es ziemlich krass. Wir wollen euch natürlich jetzt nicht ein falsches Bild vermitteln von Gott. Wir möchten jetzt nicht, dass ihr
den krass liebenden Vater mit dem leistungsdenkenden Gott irgendwie vertauscht. Oder das eine mit dem anderen in Abwägung stellt. Nee, das wollen wir nicht. Natürlich, Gott ist der krass liebende Vater und das ist er zu 100%. Auf der anderen Seite ist er aber auch wie ein normaler Vater, ist er nicht die ganze Zeit vollkommen durchweg lieb. Also wenn ich zu Hause bei mir einen Teppich anzünden würde, dann würde mein Vater auch nicht daneben stehen und sagen, oh Maxine, ich hab dich lieb. Nee, das wär natürlich irgendwie komisch, oder? Dann würde er natürlich auch mich irgendwo ermahnen. Und das Krasse ist, in der Bibel wird der Heilige Geist auch eigentlich im Griechischen als jemand beschrieben, der ermahnt und der ermutigt. Gleichzeitig. Das passiert gleichzeitig, beides zugleich in diesem Moment. Und Jesus möchte dich natürlich ermutigen, dass du immer wieder zu ihm kommen kannst. Und dass von ihm aus die Beziehung immer funktioniert. Auf der anderen Seite möchte er dich aber auch herausfordern, diese Beziehung zu ihm immer wieder zu bauen und das unabhängig von Umständen, die dich vielleicht gerade beeinflussen. Wir möchten dich jetzt auch mit dieser Challenge nicht in einen Bereich der Überforderung bringen, wo du überhaupt gar nicht mehr weißt, oh, was soll ich jetzt? Soll ich jetzt rausgehen und Leute missionieren auf der Straße? Nein, tu das, wo bei dir der nächste Schritt ist. Wir wollen dich aber auch gleichzeitig daran erinnern, dass du nicht unterfordert sein sollst, also weder in dem Bereich der Überforderung noch der Unterforderung lebst, sondern wir wissen, dass Gott jemand ist, der gerne Leute fordert. Und zwar in einem Lernbereich. Das klingt jetzt ein bisschen nach Schule, aber er investiert sich für dich. Wir sehen das schon an dem Beispiel von den Jüngern. Die sind 3 Jahre mit Jesus unterwegs gewesen. Und wäre Jesus mal dieses alte Bild von Gott ist der krass liebende Vater und nur der liebende Vater, dann hätte Jesus seine Jünger genommen, wäre in eine Oase gegangen und hätte 3 Jahre durchgechillt. Da hätte er auf jeden Fall die Liebe zu seinen Jüngern gezeigt. Aber Gott oder Jesus hat in diesem Moment was anderes gemacht. Nein, er hat seine Jünger mitgenommen und er hat sie trainiert. Und wie Björn das vorhin schon richtig beschrieben hast, wenn du Muskeln aufbauen willst, dann kannst du dich nicht nur mit Proteinen füttern, sondern musst du auch trainieren, dann musst du auch was dafür tun. Und wir möchten dich herausfordern, genau bei dir jetzt den nächsten Schritt zu suchen, mit dem Gedanken Back to the Roots, was sind deine Basics, worauf baust du auf? Aber vor allen Dingen ist es wichtig, dass du auch darauf aufbaust. Dass du trainierst, dass du den Startpunkt setzt und zwar gemeinsam mit Jesus. Genau. Leute, wir wissen nicht, wie deine letzten 3 Wochen ausgesehen haben, jetzt seit der Isolation. Ne? Bist du zurückgegangen in deine Netze? Bist du zurückgefallen in alte Strukturen? Oder hast du gemerkt, dass du geistlich träge geworden bist? Und da wollen wir dich ermutigen. Fang heute wieder an, fit zu werden. Üb dich im Bibellesen, üb dich im Gebet. Mach konkrete Schritte fest, weißt du? Wir haben jetzt so eine krasse Trainingszeit. Diese Zeit, die wir gerade haben, ist eine Trainingszeit. Und wenn wir alle wieder zusammenkommen, haben wir die Chance, so fit zu sein als Gemeinschaft wie noch nie zuvor. Dass wir alle einen konkreten Schritt gegangen sind in der persönlichen Versorgung mit Jesus Christus, im 1:1 mit Jesus. Das ist so eine Riesenchance. Und die wollen wir einfach nutzen. Deswegen wollen wir euch das ans Herz legen. Werft eure Glaubensanker aus. Es liegt völlig in deiner Hand. Willst reif werden? Dann fang heute noch an und geb dich ganz in seine Hand. Das ist unser Herzenswunsch. Und das wollen wir euch wirklich ans Herz legen. Genau. Und es ist so richtig cool. Ihr wisst ja, ich mache gerade ein FSJ mit PACE und da haben wir in der Schule einen Kurs oder sagen wir mal eine AG, wo wir Schüler einladen, die noch nicht wirklich Gott kennen, mal Gott kennenzulernen. Und da haben wir mit Schülern gesprochen und ich weiß noch, einmal haben wir darüber geredet, was gibt Gott uns? Und da hat dieser Schüler gesagt, da kam ein bisschen drauf raus, hey, Gott gibt uns nicht das, was wir haben wollen, sondern genau das, was wir brauchen. Und genau danach wollen wir uns ausstrecken, gemeinsam. Gott gibt uns das, was wir brauchen, um reif zu werden, um in der Beziehung zu ihm zu wachsen, um den nächsten Schritt zu tun, um den Glaubensanker auszuwerfen. Und dafür haben wir jetzt euch für die Kleingruppe noch ein paar Challenges gesetzt. Natürlich einerseits die Frage mit dem Glaubensanker. Überlegt einfach mal selber, was sind eure Basics? Ja, bei mir ist es zum Beispiel, hey, Gott liebt mich. Egal, was ich tue, Gott macht da keine Schranken.
egal wie komisch die Situation ist, Gott kann aus der Situation das Beste draus machen. Und Gott hat einen Plan für alle meine Situationen, auch wenn ich manchmal, was ziemlich oft vorkommt, ziemlich planlos bin. Das sind so meine Glaubensanker. Und wenn ich mir die manchmal in Situationen sagen kann, wo es mir nicht so gut geht, dann hilft mir das schon wahnsinnig, weil das einfach Wahrheiten sind. Was sind deine Glaubensanker? Schreib die einfach mal auf und tausch die in deiner kleinen Gruppe aus. Genau, dann wollen wir einfach dich gezielt mal fragen oder du dich mal selbst hinterfragen, wo bist du vielleicht gerade zurzeit zurück an deine Netze gegangen? Na, wo bist du zurzeit wieder zurückgegangen an deine, bist du wieder zurück in deine alten Strukturen gefallen, obwohl du einen gezielten Auftrag hast? Ne? Wo bist du ein bisschen geistlich träge geworden? Und da setz heute noch konkreten Zeichen. Du was ausformulieren, wo du sagst, du ein Statement ausformulieren oder irgendwas in die Richtung und geh da wieder einen konkreten nächsten Schritt. Das ist wirklich cool. Genau, mit all diesen Gedanken wollen wir euch in eure Kleingruppen lassen. Falls ihr Feedback habt zu dem, was wir hier machen, vielleicht eine coole Location noch im Kopf habt. Ihr seht, wir haben nice Sachen hier, aber da geht vielleicht noch was. Schreibt es einfach an Tori oder an Caroline. Genau. Und all das, was gerade passiert ist, was wir gesagt haben, das wollen wir mit euch jetzt gemeinsam nochmal ins Gebet nehmen. Und yes. Ja. Herr Jesus, du siehst, wo wir träge geworden sind. Und ich möchte dich bitten, dass du uns nochmal ganz neu anfeuerst. Dass du uns einen Hunger schenkst, der uns immer wieder zu deinem Wort zieht. Der uns immer wieder das Verlangen gibt nach deiner unverfälschten Milch, einfach uns zu sehnen. Und ja, dass uns aber auch ein Feuer gibt, einen Antrieb gibt, dass wir einfach aus dem Arsch kommen. Ne? Auch gerade in dieser trägen Zeit, Jesus, bitte lass uns wachsen, dass wir in dem großen Wald der Gemeinde einfach so große Bäume werden wie dieser Baum hier, Jesus. Lass uns wachsen, dass wir ja, anderen Schatten spenden können, dass wir Quellen werden in dieser dürren Zeit, Jesus. Ich bete das für jeden, der gerade zuschaut, ich bete das für jeden, der gerade zu Hause sitzt, dass du Motivation schenkst, dass du deinen Geist reichlich ausgießt und da den nötigen Tritt versetzt, dass ja, sich einiges ändert nach der Zeit, dass nach Corona nie wieder so wird wie vor Corona. Jesus, das ist mein Gebet. All das, was jetzt auch dazu gedacht wurde, was jetzt im Herzen bewegt wurde, legen wir in deine Hände, Gott. Segne du jeden Einzelnen, der gerade zu Hause sitzt und das mitbekommen hat. Und lass diese Wahrheitsanker in unserem Herzen wirklich zu Wahrheiten werden. Amen. Amen. Ja, cool, dass ihr bis hierhin dran geblieben seid. Ihr seid mega cool. So cool, hier mit euch das zu machen. Und das ist total begeisternd. Auf jeden Fall. Genau. Geht in eure Kleingruppen, seid da offen, tauscht euch drüber aus. Macht das Beste aus der Situation, Leute. Keine Ahnung, wann wir uns das nächste Mal wiedersehen, aber macht's gut. Bis dahin. Jo. Alter, weißt du, dass ich dir zu früh abgegeben habe und habe das dann gemerkt und habe es probiert, wieder sanft wieder rüber zu ziehen. Und es hat aber übelst gut gepasst.